Willkommen zurück zu Super Mario Galaxy 2. So, cooler Kunstgalaxie, da treiben wir uns jetzt rum. Und ich habe eigentlich keine Ahnung, wo es lang geht. Ich folge einfach mit den Sternteilen, das kann nicht verkehrt sein. Ach, hier bin ich hergekommen, kann das sein? Aber es macht Spaß, so zu steuern. Da ist was. Da muss ich hin. Das öffnet diese Luke. Okay, da bin ich doch nicht hergekommen, aber da muss ich hin. Da bricht man sich ja den Arm, hey. Rein da. Okay, doch nicht rein da. Checkpoint. Ach so, ich muss springen. Wow, das war nicht gut. Ja, die Steuerung ist halt nicht einfach, ne? Die ist ein bisschen schwammig. Deswegen bin ich froh, dass er nicht immer der Fall ist. Das wäre ja unerträglich. So wird man seine Leben auch los. Okay, jetzt mal ganz in Ruhe und nur leichte Neigung. Schön hier drauf bleiben. Ach so. Ah, Mann! Das gibt's doch gar nicht. Wenn ich da nach hinten lenke, da passiert da gar nicht mehr viel. Weil ich schon so viel Schwung habe, einfach. Meine Güte. Uff, bleib drauf. Dem Herrn sei gepriesen, wenn wir wieder normal spielen dürfen. Oh nein. Nein! Nein! Ach, ich spiel mit! Was für ein Manöver. Oh nee, wie mach ich denn das wieder? Am besten so, hm? Bald geschafft. Alle Leben kaputt. Und tschüss. Ich weiß nicht, die tun mir ja nichts. Ich kann die ruhig leben lassen. Und jetzt ganz behutsam. Oh, ich könnte kotzen. So habe ich mir das vorgestellt. Ruhig. Es reicht jetzt langsam, okay? Das sieht wieder ziemlich holzig aus. Checkpoint. Kometenmünze. Ich gebe Gas. Irgendwie komme ich schon ans Ziel. Ach, hier bin ich halbwegs in Sicherheit. Das ist ja schön zu wissen. Und das ist der Kettenhund. Den müssen wir quasi runterstoßen, oder was? Oder was müssen wir machen nochmal? Falsch. Ramm den Kettenhund. Ich ramme ihn. Na gut, dann ramme ich ihn halt mal runter. Jetzt hab ich dich gleich, mein Freund. Oder er mich. Ah, jetzt ist es gewesen. Es ist anstrengend. Es ist schwer. Aber es macht einen Heidenspaß, Leute.
Jetzt. Super. Habe ich dich besiegt. Krieg ich jetzt auch meinen Lohn? Ich bestehe darauf. Gut, hätte mich schon ein bisschen gewundert, wenn da jetzt noch einiges gekommen wäre. Obwohl, man weiß ja nie. Vielen Dank. Es geht doch halbwegs gut voran. Jetzt haben wir hier einen Komet. Wo ist denn das denn? Das war die erste Burg. Was geht ab? Ich habe da einen Brief für den Baby Luma. Ja gut, das wird wieder die Rosalina sein, oder wie sie heißt. 50 Sternteile beigelegt. Naja gut. Besser als in die Hosgeschisse. Was? Du hast da ganz schön was mitgemacht, oder ehrlich mich, gönn dir mal eine Auszeit, Steuermann. Das hast du schon mal gesagt. Mein Digger. Okay, da habe ich jetzt eigentlich bislang alles verkünden. Theoretisch, in Dings gehen. Das war das nett, ne? Nee. Wir können theoretisch in die Burg gehen. Danke. In die Burg der dritten Welt, hatte ich gemeint. Aber dann gucken wir erstmal hier, was hier für ein Komet ist. Wenn das mal kein Risikokomet ist. Kometenalarm. Beeiligung. Beeiligung. Der Drache steht Wache. What the fuck? Ach ja, stimmt, zwei Baby Juniors. Baby Junior. Bowser Juniors. Drache. Ja, der war aber nicht sonderlich schwer, diese roten Dinger zu erwischen. Obwohl, doch, ich bin ein paar Mal abgekackt. Okay, Shenlong. Guck mal her. Ach, auf Zeit. Ist doch schön. Machst du auch mal was? Wie kriege ich ihn denn dazu, dass er abtaucht? Das hat schon mal gesessen. Ich habe keine Angst vor dir. Wäre auch schlimm. Na komm, die Zeit ist knapp. Okay. Es sind nur noch ein, zwei dran. Das ist doch gar nicht so schwer. Ich hätte eher auf ein Risikokomet gesetzt. Aber gut. Wenn den so ist. Das ist aber schwierig, ey. Jetzt fehlt nur noch eins. Jetzt habe ich dich gleich. Das wird's gewesen sein. Oder kommst du nochmal? Sieht nicht so aus. Ein Stern, der keinen Namen trägt. Und wieder mal ein. Und wieder mal hat der Tag den Mario gerettet. Ja. Oh. Oh. Yeah. Galaxy complete. You have coins gesammelt. Und hier ein Komet in der Colorkunst-Galaxie. Ja, cool, dann machen wir das als nächstes. Stern für Stern. Wir können eh keinen Stern auslassen bei 100%. Schreiten wir zur Tat. Aber warum kommt er jetzt erst? Ich habe doch gar keine Kometen mit eingesammelt, Leute.
Schalalalala. Und dann schauen wir mal. Ein Schabernack-Komet ist das? Das ist alles Schabernack-Kometen. Kometenalarm. Beeilung, rauf auf die Karacho-Kugel. Als ob das nicht schon... Ach so, das Ganze auf Zeit wahrscheinlich. Oh, was Neues. Ich bin gespannt, um was es diesmal geht. Auf Zeit. Das kann ja heiter werden. Okay, bis zum nächsten Part, Leute. Ciao.